Dann schalten wir die ein und dann können wir hier wunderbar Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Scharfen Klingen. Es ist wieder Samstag und wir haben Tricks und Tipps. Und hier ist wieder euer Jens von der Messerschmiede Kubesch aus Fulda. Tipps und Tricks haben wir ja immer so ein paar Ideen oder ein paar Werkzeuge, die wir umgesetzt haben. Und eins davon ist unsere Lederaale, die wir mal gebaut und konzipiert haben. Da wir ja unsere Messerbaukurse machen und dort auch dann die Kursteilnehmer sich ihre eigene Lederscheide oder Kydex-Scheide bauen. Und bei der Lederscheide, tun sich die Leute doch relativ schwer. Und auch gerade dieses gerade Durchstechen beim Nähen, das Vorstechen, fällt doch einigen immer wieder schwer, dass man da gerade trifft. Also haben wir uns eins überlegt, dann nehmen wir doch aus unserer Bohrerkiste einen Bohrer. Hier war es jetzt ein 3 mm. Und den haben wir uns, ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Das ist ein HSS-Bohrer. Und den haben wir uns ganz spitz ausgeschliffen. Und hatten am Anfang gesagt, wir stecken unsere Lederaale, haben wir uns eine Aufnahme gebaut, haben wir in die Bohrmaschine gesteckt und haben die Leute das einfach nur durchdrücken lassen, ohne dass die Bohrmaschine läuft. Da haben sie immer wieder geschafft, dass der abgebrochen ist, weil sie zu fest gedrückt haben oder weil sie gewackelt haben dabei, also dass die Lederhülle verschoben haben und diese Geschichten. Dann haben wir das mit dieser, wie schon gezeigt, HSS, mit diesem HSS-Bohrer gemacht. Der hat jetzt hier eine Aufnahme wie ein Bit, das ist aber nicht weiter wichtig. Das kann auch ein ganz normaler sein. Also mit dem haben wir das gemacht. Ja. Und lassen dabei die Bohrmaschine laufen. Seitdem brechen unsere Kursteilnehmer eigentlich nichts mehr ab. Das ist immer noch der erste, den wir gemacht haben. Sie kriegen relativ exakt die Löcher, wenn sie jetzt nicht an der Scheide, weiß Gott, wie hin und her wackeln. Wir stechen das natürlich als Markierung vor und dann können sie es damit nachstechen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Das heißt, wir haben Laien, die das erste Mal machen und die kommen da auf ein sehr passables, schönes Ergebnis. Klar geht mal ein Stich ein bisschen raus aus dem geraden Verlauf, wie er eigentlich gehen sollte. Das passiert. Aber wir haben keine abgebrochenen Aalen mehr. Und wir haben auch einen saubereren Stichverlauf. Und das zeige ich euch jetzt mal hinten, wie das bei uns bei der Maschine funktioniert. Ja, wir haben hier unsere Bohrmaschine. Ich habe die schon mal eingespannt. Wir haben hier ein Brett. Da ist also hier einmal so ein Loch drin, was wir immer wieder benutzen. Das haben wir mit einem Viererbohrer gebohrt. Hinten haben wir Neodynmagnete im Holz, dass die sich hier schön platzieren lassen, dass sich das nicht so leicht verschiebt. Dann haben wir hier unser Holz und ihr seht, da kann das richtig reinfahren, wie bei einer Nähmaschine quasi. Und hier haben wir halt richtig dickes Leder, das seht ihr. Ich würde das Ganze jetzt natürlich so rumlegen, dann lässt sich schön damit arbeiten. Passt. Und geben wir mal Gas. Ich kann dann auch über die Tiefe, wie tief ich reingehe, zum Beispiel einstellen, wie groß mein Loch werden soll. Ne? Und auf der anderen Seite bin ich schön durch. Es zieht sich auch wieder zu, wie bei einer richtigen Stechaale,
Nur es ist natürlich für die Laien viel einfacher, damit zu hantieren. Gerade wenn dann das Leder noch viel, viel dicker wird, weil das wäre jetzt nur die Zwischenlage. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und hilft euch weiter. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das handhabt, wenn ihr mit Anfängern solche Lederscheiden baut und solche Sachen stecht. Solltet ihr selber Anfänger sein und da Probleme haben, probiert's mal so. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Bis dann, euer Jens von der Messerschmiede Kubesch. Ciao.